Der Kopfhörer ist eines der begehrtesten Technik-Gadgets überhaupt. Durch den Siegeszug der Smartphones ist er das Trendprodukt der letzten Jahre, insbesondere drahtlose Tonübertragung per Bluetooth und Noise Cancelling, also die Auslöschung von störendem Schall, sind der heiße Scheiß. Ich habe mal 5 der begehrten Exemplare genauer unter die Lupe genommen und ich erkläre, wie das Ganze genau funktioniert. Und am Ende erfahrt ihr, welcher Kopfhörer die Nase vorn hat bei Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Ich stelle euch vor den eleganten Libraton Q-Adapt On-Ear, den für seine Bässe berühmten Beats Studio 3 Wireless, den Bose QC35 vom Erfinder des Noise Cancellings, den Sennheiser PCX 550 von einem der Audiounternehmen in Deutschland und den Sony WH-1000XM2. Aber erstmal gibt es etwas Know-how auf die Ohren. Stellen wir uns mal ganz dumm, also Audio, also Ton, das ist ja nichts anderes als Schallwellen. Also so kann man sie darstellen. Aber genau genommen sind es gar keine Wellen, sondern es ist die durch Wellenmuster darstellbare Komprimierung und Dekomprimierung von Luft. Das bringt dann unser Trommelfell genau in diesen Rhythmus, wie der Schall darauf trifft, zum Schwingen. So kann man eine Schallwelle darstellen, genau wie die Musik, die wir hören wollen. Treffen auch Störgeräusche als solche Schallwellen auf unser Ohr. Die Schallwellen der Störgeräusche sollen jetzt aber zerstört werden. Aber wie? Dazu gehen wir mal in die Vergangenheit der Tonübertragung, denn da gab es schon mal so etwas. Das ist ein symmetrisches Tonkabel. Es überträgt den Ton auf 2 Leitungen und da macht es etwas, um Störgeräusche zu unterdrücken, zum Beispiel die von Stromkabeln. Die brummen nämlich mit 50 Hertz lustig vor sich hin und stören so ein parallel laufendes Tonkabel. 50 Hertz ist die Frequenz, mit der Plus- und Minuspol beim Wechselstrom die Kabel wechseln. 50 Mal pro Sekunde ist hier und mal hier Plus oder Minus. Was passiert jetzt also beim symmetrischen Kabel? Das ist einfach und ziemlich genial. Auf der einen Seite wird das Signal normal übertragen und auf der anderen Seite genau andersrum, also so rum. Die Schallwelle wird quasi gespiegelt. Würde man jetzt am Ende die beiden Kabel einfach zusammenschalten, würde etwas total Irres passieren. Die Schallwellen würden sich gegenseitig auslöschen. Also das hier passiert. Sie ergeben null. Man würde einfach nichts mehr hören. Stille. Nur die Störgeräusche würde man noch hören, wie zum Beispiel das Brummen eines daneben liegenden Stromkabels. Aber jetzt wird etwas noch mal Genialeres gemacht. Die gespiegelten Schallwellen werden wieder gespiegelt und löschen sich also nicht mehr aus. Also das wird quasi wieder hochgelegt. Also das Ganze sieht jetzt so aus. Hier ist das eine Signal und das andere wird jetzt einfach dazugelegt. Mit den Störgeräuschen passiert jetzt aber Folgendes. Sie, die vorher diese beiden Wellen überlagert haben, die sind ja auf beiden Wellen gleich. Also hier ist genau das gleiche Störgeräusch wie auf dieser Welle. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, was passiert, wenn man das Ganze umdreht. Was passiert mit den Störgeräuschen, die auf den beiden Wellen sind? Da passiert nämlich jetzt Folgendes. Die werden ja jetzt andersherum zusammengelegt, nämlich so. Und die löschen sich jetzt gegenseitig aus. Einfach, aber genial. Störgeräusche sind absolut nicht mehr zu hören. Und so können auf Konzerten, im Tonstudio und sonst wo die Kabel komplett durcheinander liegen, neben Stromkabeln, Starkstromkabeln und anderen Störquellen und nichts ist dann davon zu hören. Eine absolut simple und geniale Erfindung. Aber eigentlich müsste das ja auch mit dem Schall selbst funktionieren. Also nicht nur elektronisch, sondern auch akustisch. Die Firma Bose testete 1986 den ersten Kopfhörer mit Active Noise Cancelling. 3 Jahre später konnten sie dann gekauft werden. Zunächst waren sie nur für Flugzeugpiloten gedacht, weil Noise Cancelling hier deutlich praktischen Nutzen brachte und die Piloten so viel besser per Funk und auch untereinander sprechen konnten. Das Prinzip ist hier ähnlich wie beim Kabel, nur unendlich viel komplizierter. Hier muss der Ton erstmal außerhalb des Kopfhörers mit einem oder mehreren Mikrofonen aufgefangen werden. Aus diesen Schallwellen muss dann ein Signal errechnet werden, das die Dämmung des Kopfhörers und den Weg zum Trommelfell genau berücksichtigt. Da je
jedes Ohr anders ist und auch jeder Kopfhörer, kommt es hier bei dem Algorithmus extrem auf das Know-how des Herstellers an. Nicht umsonst gilt Bose als einer der besten Hersteller für Noise-Canceling-Kopfhörer. Dieses Signal wird dann wieder gespiegelt, zusätzlich dem Musiksignal hinzugefügt und löscht die Störgeräusche aus. Wie gut das die verschiedenen Hersteller können, das werden wir jetzt sehen bzw. hören. Dann heben wir uns mal den Kopfhörer des Noise-Canceling-Erfinders Bose für den Schluss auf. Aber erstmal die Übersicht. Wir haben uns angesehen den Beats Studio 3 Wireless für etwa 320 bis 340 Euro, den Sony WH-1000X M2 für rund 300 Euro, den Libraton Q-Adapt On-Ear, den gibt es schon für 170 Euro, dann den Sennheiser PCX 550 für 250 bis 280 Euro und den Bose QC35 für 330 Euro. Fangen wir mal mit dem preiswerten Libraton Q-Adapt On-Ear an. Er unterscheidet sich von allen anderen durch sein On-Ear-Design aus. Der Tragekomfort kann hier je nach Ohr etwas eingeschränkt sein, da der Kopfhörer etwas auf die Ohren drückt, da er keine Ohrpolster hat, die den Druck von den Ohren abhalten. Und er hat noch einen Nachteil, die Bedienung muss man sich merken. Kreisförmige Bewegung, lauter und leiser, Play und Pause jeweils einmal tippen. Genauso nimmt man einen Telefonanruf an oder beendet ihn. Und mit zweimal tippen kommt man zum nächsten Titel. Noise Cancelling, und das finde ich sehr praktisch, kann in vier Stufen mit dieser Taste ausgewählt werden, je nachdem, wie viel man noch von außen hören möchte. Das Noise Cancelling funktioniert dabei tadellos, wobei es als offener Kopfhörer nicht ganz so effektiv ist wie bei einem geschlossenen Kopfhörer. Die Akkulaufzeit beim Libraton ist ganz ordentlich, 22 Stunden. Da gebe ich mal 3 Punkte. Ja, der Sound beim Libraton Q-Adapt ist ordentlich eigentlich, aber er kann nicht ganz mit den geschlossenen Kopfhörern mithalten. Deshalb für den Sound beim Libraton Q-Adapt nur 2 Punkte. Ja, kommen wir zum Sennheiser. Ein wirklich sehr, sehr guter Kopfhörer. Tragekomfort 1A passt perfekt, zumindest auf meine Ohren. Der Sound ist absolut spitze beim Sennheiser. Da geben sich 3 Kopfhörer eigentlich nichts in diesem Test. Er ist einer von den 3 Spitzenreitern. Allerdings beim Noise Cancelling liegt er nur im Mittelfeld. Ich gebe ihm 3 Punkte, wobei man sagen muss, die liegen alle sehr dicht beieinander. Bei der Akkulaufzeit gehört der Sennheiser zu den absoluten Spitzenreitern. Also fast ist er der Beste. 30 Stunden, das ist schon eine Menge. 4 Punkte. Ja, das ist der Beats. Wenn man ihn auspackt, dann erfährt man, wie er zu bedienen ist. Da ist nämlich ein Aufkleber drauf. Allerdings, wenn man dann hat, dann muss man sich merken, wie er zu bedienen ist. Ja, knallrot, Legende, die Beats, der Tragekomfort auch hier Spitzenklasse. Und beim Sound, da gehört er nicht zur Spitzenklasse. Das sind andere Kopfhörer. Er ist so ein bisschen mulmig, verschwommen, nicht so klar wie unsere Spitzenreiter. Deshalb 3 Punkte für den Sound vom Beats Studio 3 Wireless. Beim Noise Cancelling, da ist er eher hinten dran, das muss man sagen. Er ist sogar schlechter als der offene Libraton Q-Adapt. Und ist wirklich am hinteren Ende. Allerdings, man muss sagen, es ist subjektiv, es hängt auch von den eigenen Ohren ab. Aber ich persönlich würde, wenn es um die Störgeräuschunterdrückung geht, einen anderen Kopfhörer wählen. Akkulaufzeit dagegen im Mittelfeld, 3 Punkte, 22 Stunden. Das ist ganz okay. Kommen wir zum Sony. Ein absolut schickes Stück, muss man sagen. Und er gehört auch zu den absoluten Spitzenreitern im Klang. Und er redet mit einem. Nein. Ein absolut klarer Sound. Für mich subjektiv alle Frequenzen ordentlich vertreten, sauber. Und ich finde ihn absolut super. Dazu kommt auch noch Tragekomfort. Auch absolut perfekt, zumindest für meine Ohren. Und das Noise Cancelling ist hier absolute Spitzenklasse. Das liegt auch mit Sicherheit daran, dass man ihn auf seine Ohren kalibrieren kann. Das heißt, er misst die Unterschiede, die es bei den verschiedenen Ohren gibt und kann so beurteilen, wie der Schall sich im Gehörgang bewegt, um daraufhin die Unterdrückung der Störgeräusche abzustimmen. Aber
andersrum ist er der schlechteste Kopfhörer. Wenn wir ihn mit allen anderen vergleichen, selbst verglichen mit dem Libratone Q-Adapt, der ja offen ist, dieser Kopfhörer lässt am meisten der Musik, die man hört, nach außen. Das ist natürlich ein Nachteil. Deswegen nur ein Punkt. Wer also in der U-Bahn, S-Bahn, im Zug, im Flugzeug niemanden stören will, ist mit diesem Kopfhörer nicht optimal bedient. Kommt natürlich auf die Musik an, die man hört, aber Techno könnte schwierig werden. Und nochmal absolute Höchstpunktzahl für den Sony, 5 Punkte für die Akkulaufzeit, 32 Stunden. Das ist die beste Akkulaufzeit des Testfeldes, also mit dem kann man schon ein paar Tage zubringen. Der Bose, absolute Legende vom Erfinder des Noise Cancellings, deswegen hier unser letzter Testkandidat. Tragekomfort wie bei allen geschlossenen Kopfhörern, absolut optimal, da drückt nichts. Und auch nach Stunden spürt man den Kopfhörer nicht auf den Ohren. Der Sound, auch absolute Spitzenklasse. Klar, kompletter Frequenzbereich, starke Bässe, Mitten, Höhen, alles ist da. Ich finde, man kann mit dem alle Arten von Musik ganz toll hören. Ich habe es mit Orgelmusik funktioniert, die ja zu den schwierigsten Kandidaten gehört. Das ist alles glasklar. Aber Akkulaufzeit. Der Bose ist das absolute Schlusslicht mit 17 Stunden. Ich kann nur sagen, geht mal in eure Entwicklungsabteilung, macht da was dran. Deshalb nur 2 Punkte für den Bose bei der Akkulaufzeit. Ja, Noise Cancelling, und das ist wirklich ein bisschen frappierend, da ist er nicht der absolute Top-Spitzenkandidat. Wie gesagt, die liegen alle sehr dicht beieinander, aber ich würde sagen, der Bose ist nicht ganz so gut wie der Sony, der hier wirklich absolute Spitzenklasse ist und alles weghält. Der Bose, Außengeräusche, ja, nicht das absolute Highlight, aber auch nicht am Ende des Testfeldes. 3 Punkte, gutes Mittelfeld. Man sollte es mal ausprobieren, vielleicht mal mit Freunden in den Elektronikmarkt gehen und da auch selbst vergleichen. Wer bei der eigenen Musik, es kommt ja auch darauf an, was man an Musik hört, bei Techno kann es durchaus bei dem ein oder anderen Kopfhörer schwierig werden. Wie gesagt, der Bose im Mittelfeld. Wir testen die Kopfhörer mit 2 Geräuschen, die wir hier hinten auf der Stereoanlage abspielen und gucken, wie stark sie den Ton abhalten von den Ohren, also diese äußeren Störgeräusche. Geräusch 1, der Waterloo-Bahnhof in London. Ja, ganz gutes Noise Cancelling. Es kommen noch ein paar Geräusche hier bei der Bahnstation durch, hochfrequente vor allen Dingen. Auch sehr gutes Noise Cancelling. Also hier würde ich sagen, auch die tiefen Geräusche alle weg, noch ein paar hohe Stimmen. Der ist gegenüber dem Sennheiser und dem Beats auch im hochfrequenten Bereich deutlich wirkungsvoller. Also man hat das Gefühl, das Noise Cancelling geht über mehr Frequenzen. Verrückt, obwohl der Libraton offen ist, ungefähr ähnliche Noise Cancelling Wirkung wie beim Bose. Ich würde sagen, Noise Cancelling ist beim Sony tatsächlich am besten, wirklich dicht und über den gesamten Frequenzbereich hier bei der Waterloo Station. Geräusch 2, ein einfaches Maschinengeräusch von der stehenden U-Bahn. Ähnlich wie bei der Waterloo Station beim Beats, hohe Töne kommen noch durch, tiefe werden rausgefiltert. Auch bei diesem dauerhaften Maschinengeräusch mein subjektiver Eindruck beim Sennheiser etwas besser als der Beats. Auch der Bose bei dem Maschinengeräusch, hohe Frequenzen kommen noch leicht durch. Während der Libraton bei der Bahnstation noch mit dem Bose fast gleich auflag, hier bei einem kontinuierlichen Geräusch ist er etwas schwächer. Und beim Sony würde ich sagen, bei diesem kontinuierlichen Geräusch, da kommen die mittleren Frequenzen etwas besser durch. Insgesamt muss man sagen, bei allen Kopfhörern, die Unterschiede sind beim Noise Cancelling minimal. Es hängt, glaube ich, auch extrem von den eigenen Ohren und vom Gehörgang ab, wie stark das Noise Cancelling bei einem selbst wirkt. Man sollte sich also mal anhören unter realen Bedingungen. In den Elektronikmärkten ist ja meistens auch ein ganz gutes Hintergrundgeräusch. Da kann man das ganz gut testen. Die Unterschiede sind auf jeden Fall minimal, aber sie sind signifikant und man sollte sich das, glaube ich, wirklich selbst anhören. Und wir haben uns noch einen ganz besonderen Test ausgedacht. Die Geräusche, die nach außen dringen, also die Musik, die nach außen dringt, der Kopfhörer, die haben wir in der Berliner U-Bahn getestet.
Ja, der Libertron Q-Adapt, der schallt schon ein bisschen raus, man hört ein bisschen, aber der Preis ist halt unschlagbar. Ja, da ist der Beats wirklich unschlagbar. Kaum etwas dringt nach draußen von der Musik, die man so hört. Also der ideale Begleiter in der Öffentlichkeit. Ja, wer hätte das gedacht? Beim Sony dringen die meisten Geräusche nach draußen. Also die anderen Passagiere hören am meisten von der Musik, die man hört. Techno ist da vielleicht nicht so geeignet. Super Klang, aber da ist er wirklich nicht der Beste, sondern ist am Ende unserer Testreihe. Ja, tatsächlich ist der Bose einigermaßen dicht, aber Mittelfeld, muss man sagen. Man bekommt schon etwas bei lauter Musik mehr mit als bei anderen Kopfhörern. Muss man wissen, wenn man diesen Kopfhörer kauft. Ja, der Sennheiser, da muss man sagen, das ist unsere Nummer 2, was die Schalldichtigkeit angeht. Man bekommt kaum etwas mit von dem, was man hört, was vielleicht auch an den weichen Polstern liegt, die auch sehr angenehm sind. Also top in dieser Kategorie. Ja, das ist unser Testergebnis. Erstmal, ich glaube, einer der entscheidendsten Gründe, um Kopfhörer zu kaufen, ist natürlich der Sound. Da sind hier Bose, Sennheiser und Sony die absoluten Spitzenreiter. Wichtig natürlich auch hier Noise Cancelling. Auch hier hinten ist eher das Spitzenfeld, wobei der Libraton, unser ja, Preissieger quasi, hier auch ziemlich gut aussieht. Was ich noch für ein wichtiges Kriterium halte, ist, wie viel Geräusch, wie viel Musik dringt nach außen. Auch da, die Unterschiede sind nicht riesig, aber sie können dann doch für den einen oder anderen entscheidend sein. Hier der Sony, ansonsten wirklich unser bester Kopfhörer, bei unserem rein subjektiven Test sage ich natürlich, ist da nicht so stark wie ein Beats, der aber im Klang wieder nicht so toll ist. Also es gibt verschiedene Kriterien, überlegt selbst, guckt sie euch an, testet. Die Links zu allen Kopfhörern, die gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Klickt drauf, informiert euch noch näher und ja, wenn ihr einen lieb gewonnen habt, dann greift zu. Ja, wenn ihr kein Video von Klicksum verpassen wollt, dann würde ich mal sagen, drückt mir hier ein Abo aufs Auge, vergesst nicht den auf die Glocke, denn nur dann werdet ihr über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit den 10 Top-Erfolgsfaktoren, um erfolgreich auf YouTube zu werden und ansonsten würde ich mal sagen, bis dann, bleibt dran.